Ich bekomme deswegen jetzt ein anderes Ending. Nein, so geht's auch nicht. Alter! What the fuck? Das habe ich gerade gemacht, indem ich den rechten Joystick nach links gedrückt habe. What? James, what the fuck is wrong with you? Egal welchen Knopf ich auf dem Analogstick ganz links drücke, ich komme in keine Richtung. The boat just fidgets around a bit. Oh, come on, you gotta be kidding me. Wisst ihr was? Ich melde mich wieder, wenn ich weiß, wie die Störung funktioniert. Cut, bis gleich. Okay. Ich habe eben was nachgelesen. Und wir müssen uns mit James, da das hier irgendwie der schwere Modus ist, so positionieren, dass wir ein Licht hinter uns sehen. Und zwar das Licht. Ja, verdammt, funktioniert doch endlich! Ekelhafte Steuerung. Denn wir müssen, was auch relativen Sinn macht, zum Leuchtturm hin. Aber die Steuerung ist so beschissen gerade. Hier, ich will euch mal ganz kurz zeigen, was passiert, wenn ich was Bestimmtes drücke. Nach oben. Nach unten. Nach links. Nach rechts. Das ist alles, was ich auf dem Digipad links machen kann. Jetzt linker Analogstick. Nach links. Nach rechts. Nach unten. Und nach oben. Es ist ihm so scheißegal. Und da guckt er einfach in die andere Seite. Er guckt da einfach nur hin! Wie mache ich das? Ich hau gerade auf die X-Taste wie ein Bekloppter. Is that the fucking right way to do it? Ich hämmer gerade auf die Taste wie ein Bekloppter. Das ist es? Ich muss auf den X-Button hämmern wie eine behinderte Möhre. Jetzt funktioniert es wieder gar nicht. Ich rall das gerade echt nicht. Alter! What the fuck? Ich rall das nicht. Vor allem, ich sehe ja nicht mal ein Licht. Okay, ich melde mich, wenn ich das Licht irgendwie sehe. Okay. Ich habe eine Idee. Mann, ich bemerke, dass wenn ich die beiden Analogsticks wild hier gegen bewegt habe, wie ich es gerade vor voller Wut gemacht habe, dass sich James, dass ich das irgendwie so ein bisschen steuern kann, wo ich jetzt hingucke. Also ich rotiere gerade den linken Analogstick gegen den Uhrzeigersinn. Und da ist das Licht. Hurra. Und jetzt? Jetzt rotiere ich beide irgendwie so, dass das Ganze eine Ruderbewegung macht. Jesus fucking Christ!
Alter Schwede, ey. Ich habe übrigens alles weggeschnitten. Ich habe jetzt wirklich, ich saß wirklich jetzt eine Viertelstunde auf diesem Drecksboot. Und hab wirklich gedacht, wie machst du das? Wann machst du? Wie machst du das? Ich hab versucht, ich hab X gehämmert, alles versucht und hab dann einfach mal, weil ich einfach so frustriert war, einfach mal so. Schloss davon, ihr kennt es vielleicht aus Langeweile. Moment, ich muss mich mal wieder ein bisschen richtig rotieren. Einfach so just for fun die Analog-Sticks einfach mal so bewegt. Einfach weil ich irgendwie was gucke und gucken wir einfach mal just for fun, dann auf einmal bewegt er sich nach vorne. Ich dachte so, Moment. Und es klappt wirklich. Oh Mann. Wenn das wirklich ein. Weil ich kann mich daran nicht erinnern, dass das auf normal oder also dass es das irgendwie bei irgendeinem Runshop passiert ist. Und ich glaube nicht, dass es an der Schwierigkeit hart liegt. Also zumindest nicht im Action-Level. Wenn das ein Rätsel ist, dann könnte ich kotzen. Also wenn es wirklich an der Schwierigkeit hart liegt. Thank fucking God, ich bete immer, dass ich mein Ending bekomme. Oh man, endlich. Der jetzt nach 20 Minuten jetzt hier saß und versucht irgendwie die scheiß Steuerung rauszukriegen. Mann. Ich hatte einfach, komm, jetzt hast du ein Boot rüber, speicherst und danach beendest du das Let's Play. Zumindest für heute. Ja, wir haben viel geschafft. Das Gefängnis, das Labyrinth. Eddie. Willkommen im Lakeview Hotel. Aber ihr seht, hier haben Eddie ganz gut geschlagen. Zum Lakeview Hotel werde ich im nächsten Part noch was sagen. Hier draußen gibt es aber noch was ich gern aufsammeln würde. Und zwar. Das, was da liegt, wenn James endlich mal nehmen würde. Und zwar war das eine Figur, meine ich. Und zwar. Ich meine, mich zu erinnern zu können, dass es die kleine Meerjungfrau war, die draußen war. Spieldose war es, kleine Meerjungfrau. Die behalten wir auch gerne. Und ich würde mich trotzdem mal gerne ein bisschen umschauen, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass hier noch Munition lag. Aber bei meinem Gedächtnis kann ich auch mal falsch liegen. Oder auf hart liegt hier einfach nichts. Was, glaube ich, eher der Fall ist. Ja, auf hart liegt hier nichts mehr. Schade. Aber wir haben sowieso noch genug Munition. So! Lakeview Hotel, wir checken ein. Gefällt uns sowieso viel besser als das Woodsides. Oder das Blue Creek. Und es ist dunkel. Aber wir haben La Carta. Ich warte auf dich. 312. Oh Jesus. Raum 312. Großes Hotel. Ich möchte erstmal runtergehen. Ich meine, hier ist die Eingangshalle. Ich meine, jetzt kommt hier was super Tolles. Auch sein Bild. Klasse, da will ich Atmosphäre aufbauen und was ist? Arschkarte. Wo ist denn die Eingangshalle? Ja, pinkeln ist klar. Will ich auch ganz gerne. Wir sind übrigens wieder in der normalen Welt, ne? Also schon etwas länger. Wieso kann ich nicht pinkeln? Ich muss doch so doll. X marks the spot. Das hier ist leider zu. Abgeschlossen. Tränen der Venus. Dose mit Verdünner. Die können wir gebrauchen. Auch die können wir nicht benutzen. Aber ich glaube, viel mehr können wir aktuell unten hier leider nicht holen.
Zu. Abgeschlossen. Übrigens in die Küche, in die Bar Venus-Tiers. Kommen die aber noch rein. Soweit ich mich richtig erinnere. Aber wir gehen jetzt wieder hoch. Wir befinden uns übrigens im größten Levelabschnitt jetzt. Ich meine, hier steht was. Nein, da bin ich einfach nur doof. Toluca! Mal wieder. Zu. Ich werde euch mal zeigen, wie super das Hotel hier ist. Firehose Extinguisher. Heißt was wie Löschschlauch. Ich würde jetzt eigentlich gerne erstmal einen Speicherpunkt finden, wo ich mich mit Monstern anlege. Und dafür würde ich ganz gerne in die Lobby rein. Und ich sehe natürlich nicht, dass zwei riesige Doppeltüren hinführen, ich Idiot. Auf dem Weg nach Eternia City. Denn ich suche eine ganz bestimmte... Ah, hier ist der Speicherpunkt, aber ich suche erstmal noch jemand. Hier, im Übrigen, eins der letzten Rätsel. Trotzdem möchte ich glauben, dass sie glücklich war. Nein. James Sunderland, das Videoband, das sie vergessen haben, wird im Büro im ersten Stock aufbewahrt. Brauchen wir auch. Aber wir speichern erstmal. Freaking Jesus. Und ich reihe die Spielzeit nicht. Warum jetzt? Egal. Okay, Leute. Im nächsten Part erkunden wir das Lakeview Hotel und finden einige interessante Sachen heraus. Nebst Massigs Side-Infos. Bis gleich, Leute. Euer Andi.